Guten Morgen und herzlich willkommen hier auf dem Frankfurter Börsenparkett zu einer neuen Woche Update Wirtschaft, Ihrer täglichen Sendung, Ihrer ARD-Finanzmarktredaktion live vom Frankfurter Börsenparkett. Und es geht rund um alle möglichen Themen und Zusammenhänge aus den Bereichen Wirtschaft, Geld und Politik. Die Politik hat in den vergangenen Wochen ganz eindeutig die Regie übernommen. Es geht dabei vor allen Dingen um den Ukraine-Konflikt, der sich mal zugespitzt hat, mal wieder entspannt hat. Man ist sehr gespannt darauf, auch hier in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten, ob am Ende des Tages die Diplomatie siegt oder ob eben doch Waffen sprechen, was natürlich nicht nur an den Finanzmärkten nicht sonderlich gut ankommen würde. An der Börse haben die Turbulenzen rund um die Ukraine-Krise eben auch zu Turbulenzen bei den Kursen geführt. Der deutsche Aktienindex hatte sich mit heftigen Verlusten aus der Woche verabschiedet und hat am Freitag noch einmal diese Verluste weiter ausgebaut. Es wackelte sogar die Marke von 15.000 Punkten. Das ist eine Marke, der man hier an den Finanzmärkten beim DAX durchaus eine gewisse psychologische Bedeutung einräumt, wie es so schön heißt. Allerdings sind die Kurse dann schon wieder etwas ruhiger, in ruhigere Fahrwasser geraten. Schon an der Wall Street hatte man am Freitag deutlich den Druck vom Kessel genommen. Der Dow Jones hat sich nur ganz leicht verändert und ist fast unverändert in dieses Wochenende gegangen. An der Technologiebörse Nasdaq ein ähnliches Bild. Und auch der breit gefasste S&P 500 zeigte sich nicht so stark durchgeschüttelt, wie man das beim deutschen Aktienindex gesehen hatte. Schauen wir mal auf die asiatischen Märkte, wie die sich an diesem Morgen geschlagen haben. Auch hier ein nicht gerade ein Bild, das von Panik zeugt. Die größten Verluste, die gibt es noch in Tokio mit 0,8% Minus. Ansonsten die Kurse in Shanghai und Hongkong so gut wie unverändert. Ebenfalls 0,8% sehe ich gerade hier noch. In Hongkong ist der Handel dort zu Ende gegangen. Das alles also zeugt nicht unbedingt davon, dass sich die Turbulenzen auch hier weiter fortsetzen werden. Allerdings, wenn man bedenkt, dass die Märkte so stark am Tropf der Politik hängen, ist eine Prognose für die laufende Woche sicherlich nur sehr schwierig zu stellen. Der deutsche Aktienindex ist denn auch mit deutlichen Gewinnen in den Montag gestartet. Der DAX hat jetzt 142 Pluspunkte auf dem Konto und steht bei 15.184 Punkten. Das natürlich ganz klar eine Reaktion auf die doch heftigen Verluste vom Freitag. Da wird ein Teil wieder relativiert, wieder reingeholt. Und natürlich spielt die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt eine weiterhin tragende Rolle. Aber auch weitere Daten, die die Märkte hier erreichen, das werden wir im Laufe dieser Sendung noch weiter besprechen. Erst einmal geht aber unser Blick wieder ins Ausland und damit zu einem Verhältnis, das, sagen wir mal, sich eher schwierig gestaltet, nämlich das wirtschaftliche und politische Verhältnis zwischen der EU und Afrika. Afrika, ein Kontinent, der von großer Armut geprägt ist, aber der eben auch ein großes Potenzial an den Tag legt. Und aus diesem Grund und um die Beziehungen mal auf eine etwas gesündere Basis zu stellen, haben die EU und afrikanische Staaten einen Gipfel am vergangenen Freitag abgehalten. Die Vorzeichen waren eher gemischt. So haben Gipfel in Brüssel wohl noch nie angefangen. Eine Band mit europäischen und afrikanischen Musikern begrüßt 40 Staats- und Regierungschefs aus Afrika und 27 aus der EU. Corona hat die Zusammenarbeit mit Afrika ausgebremst. Ein Neustart soll her. 6 afrikanische Länder sollen künftig selbst mRNA-Impfstoffe herstellen und verteilen können. Länder, die zum ersten Mal von dieser Technologie profitieren werden, von der nötigen Ausbildung und allen Maßnahmen, die diese Prozesse begleiten. Der Impfstoffhersteller BioNTech will zudem mobile Fertigungsanlagen mit eigenem Personal liefern. Weniger als 20% der Afrikaner sind geimpft. Die EU will bis zum Sommer 450 Millionen Impfdosen geliefert haben. Weitere Themen des Gipfels: der Infrastrukturausbau und Kampf gegen den Klimawandel. Es gibt Partner, die sofort in grünen Wasserstoff investieren wollen.
Dann geht es um Transportverbindungen innerhalb des Kontinents. Die sind entscheidend für eine funktionierende Freihandelszone. Die EU will mit der Zusammenarbeit auch ein Zeichen setzen gegen den wachsenden Einfluss Chinas in Afrika. 150 Milliarden Euro sollen mobilisiert werden, unter anderem für den Bau von Wind- und Sonnenenergieanlagen. Patrick Heinisch ist jetzt bei mir zu Gast. Er ist Afrika-Experte der Landesbank Hessen-Thüringen, kurz Hellerbar. Schönen guten Morgen, Herr Heinisch. Sie haben ja diesen Gipfel auch ganz genau beobachtet. Es ist die Rede von einer Kooperation bei Impfstoffen, von größeren Infrastrukturmaßnahmen. Was ist denn Ihres Erachtens das wichtigste Ergebnis dieses Gipfels? Ja, schönen guten Morgen. Also aus europäischer Sicht ist der Gipfel durchaus als Erfolg zu werten. Man hat jetzt mit dem Projekt Global Gateway erstmals ein Projekt, das man der chinesischen Seidenstraßeninitiative und dem wachsenden chinesischen Einfluss in Afrika entgegensetzen kann. Und dieses Projekt hat man auch gleich finanzkräftig untermauert, nämlich mit 150 Milliarden Euro an Investitionen. Das war ja schon im Vorfeld des Gipfels angekündigt worden. Das sind Investitionen in ganz unterschiedliche Sektoren, in Infrastruktur, Bildung, Gesundheit, aber auch in den Kampf gegen den Klimawandel. Dann ist natürlich deutlich geworden, dass es durchaus noch einige Punkte gibt, bei denen auch unterschiedliche Sichtweisen vorherrschen. Zum Beispiel, was die Patentfreigabe der Impfstoffe angeht. Das hatte man ja sich auf afrikanischer Seite sehr stark gewünscht, dass man Zugang bekommt zu den Patenten und die Impfstoffe dann, also die existierenden Corona-Impfstoffe, mehr oder weniger kopieren kann. Dem hat man dann von europäischer Seite doch einen Riegel vorgeschoben. Stattdessen werden 6 ausgewählte afrikanische Länder Zugang zu, also werden mit Technologie ausgestattet, damit sie selbst in die Lage versetzt werden, Impfstoff zu entwickeln und zu produzieren. Aber das war natürlich nicht ganz das, was man sich von afrikanischer Seite gewünscht hatte. Dann gibt es auch unterschiedliche Auffassungen beim Kampf gegen den Klimawandel. Zwar findet sich in der Abschlusserklärung das Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen wieder, aber schon während der Konferenz hat Senegals Präsident Macky Sall, der ja auch Vorsitzender der Afrikanischen Union ist, gesagt, dass Afrika ja ohnehin nur 4% Anteil am globalen CO2-Ausstoß habe. Und dabei klang unterschwellig mit, dass er hier Afrika nicht in einer Vorreiterrolle sieht bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Und im Gegenteil, dass einige afrikanische Länder weiterhin auf relativ preiswerte fossile Energieträger setzen werden, die auch auf dem Kontinent selber produziert werden, allen voran die Kohle. Diese Situation ist da von Land zu Land sehr unterschiedlich. Da gibt es Länder wie Kamerun, Äthiopien, die jetzt bei der Energieversorgung eher auf Wasserkraft setzen und bei denen der Anteil von fossilen Energieträgern noch eine geringe Rolle spielt. Auf der anderen Seite hat man natürlich mit Südafrika das am meisten industrialisierte Land des Kontinents. Und Südafrika produziert 80% seines Stroms mit Kohle. Südafrika zählt global gesehen zu den 15 größten CO2-Emittenten, nicht pro Kopf, sondern absolut. Und also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Südafrika auf absehbare Zeit eine kostspielige Energiewende erleben werden nach europäischem oder gar deutschem Vorbild. Also da wird die Europäische Union noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Sie haben es ja schon angesprochen, wir blicken auf Afrika, sagen wir, aber das ist natürlich kein homogener Standort. Es sind sehr, sehr viele Länder dort, ganz unterschiedlich ausgestaltet, mit ganz unterschiedlichen politischen Systemen, ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen Systemen. Wie will man denn als Europa das Ganze unter einen Hut bekommen? Oder ist das noch so diese kolonialistische Sichtweise, die man da drauf wirft? Ja, das ist etwas, das die afrikanischen Staats- und Regierungschefs angesprochen haben, dass man sich hier eine Kooperation auf Augenhöhe wünscht, dass man nicht so sehr das System weiterverfolgen will, dass Entwicklungspläne weitgehend in europäischen Hauptstädten, Entwicklungsbanken und Entwicklungsinstitutionen entwickelt werden und dass afrikanische Staaten nur beiläufig konsultiert werden, sondern man wünscht sich auch eine aktive Einbindung in die Entwicklung, in die Gestaltung dieser Konzepte selbst und zwar dauerhaft, nicht nur auf Basis von ganz simpler, oberflächlicher Konsultationen. Ein länderspezifischer Ansatz ist hier sicherlich angebracht. Sie haben es ja korrekt erwähnt, die sehr unterschiedlichen Verhältnisse, ganz unterschiedliche Schwerpunkte, die in den einzelnen Ländern wichtig sind. Und ja, dabei wird es leider auch immer wieder Rückschläge geben. Darauf muss man sich einstellen. Wir haben das letztes Jahr zum Beispiel gesehen mit einer Reihe von Militärputsch in Afrika, Sudan, Tschad, Mali. Da waren auch Länder dabei, in die man durchaus sehr große Hoffnungen gesetzt hat. Also beispielsweise Sudan ist ein tolles Beispiel. Da hatte man letztes Jahr im Mai noch eine Investitionskonferenz in Paris extra für den Sudan. Also man hatte sehr große Hoffnung, dass das Land 30 Jahre Diktatur von Omar al-Bashir abschüttelt und dann im Oktober doch wieder die Revolution und 2 Jahre Fortschritte zunichte gemacht. Mali ein anderes Beispiel, wo ja auch unsere Bundeswehr engagiert ist beim Aufbau von Sicherheitsstrukturen, bei der Ausbildung der malischen Streitkräfte. Also auch ein Land, wo man ja, große Hoffnungen hatte. Und auch da hat der Militärputsch völlig
andere Vorzeichen jetzt geschaffen. Die Franzosen werden wahrscheinlich abziehen. Und wenn die Franzosen abziehen, dann ist auch schwer vorstellbar, dass die Bundeswehr noch im Land bleibt. Also man muss da wirklich länderspezifische Ansätze finden. Und die Entwicklungshelfer nennen das im Fachjargon Frustrationstoleranz. Man muss sich auch immer wieder auf Rückschläge leider einstellen. Also Sie haben schon gesagt, es ist ja so, dass China die neue Seidenstraße konzipiert, dabei Afrika ganz ordentlich im Blick hat. Manche sagen sogar in der Zange, weil es darum geht, auch die Rohstoffe dort auszubeuten. Jetzt kommt Europa um die Ecke mit einer Kooperationsidee, mit einer Handelsgemeinschaftsidee. Sind die Europäer nicht ein bisschen spät dran? China ist doch schon lange am Drücker, oder? Ja, das stimmt. Also mit Beginn der Nullerjahre haben die Chinesen schon dieses Seidenstraßenprojekt aufgelegt und haben auch stark aufgeholt, sowohl beim Handel als auch bei den Investitionen. Für viele afrikanische Länder ist China mittlerweile der wichtigste Handelspartner. Allerdings ist aus europäischer Sicht die gute Nachricht, dass, wenn man die Europäische Union als Ganzes betrachtet, dass die Europäische Union immer noch für die afrikanischen Länder beim Außenhandel eine wichtigere Rolle spielt, sowohl beim Import als auch bei den Exporten, als China. Also die EU als Ganzes betrachtet ist hier mehr von Bedeutung. Das Gleiche gilt auch für die Investitionen. Da hat auch China stark aufgeholt. China hat 2019 die USA von Platz 4 verdrängt als größter Investor. Nicht bei den Zuflüssen an ausländischen Direktinvestitionen, sondern beim Bestand an ausländischen Direktinvestitionen. Allerdings werden auch hier die ersten drei Plätze noch von europäischen Ländern belegt. Platz 1 Niederlande, Platz 2 Großbritannien, gut mittlerweile nicht mehr EU, und Platz 3 Frankreich. Also hier hat man noch einen Vorsprung und den versucht man jetzt natürlich zu verteidigen durch dieses große Investitionspaket und durch eine hoffentlich Kooperation auf Augenhöhe. Und welche Investitionen erachten Sie als besonders wichtig an, dass man die jetzt gleich starten müsste? Genau, also das sind vor allem Investitionen im Bereich der Nachhaltigkeit, Kampf gegen den Klimawandel, auch Gesundheitssektor, da haben wir im Zuge der Pandemie erlebt, dass da auch noch Schwächen bestehen in Afrika. Und wir haben auch gesehen, wie wichtig das ist bei der Entstehung der Omikron-Variante. Also wenn wir in Afrika keinen Fortschritt haben im Kampf gegen die Pandemie, dann werden auch wir Schwierigkeiten haben, weil neue Varianten dort entstehen werden. Das sind Schwerpunkte. Der ganze Bereich Nachhaltigkeit, würde ich sagen, ist etwas, das man prioritär angehen muss. Und das will die EU ja auch tun. Und ergeben sich daraus Chancen auch für deutsche Unternehmen? Schielt man darauf oder ist das eine uneigennützige Initiative? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nein, definitiv. Da wird es auch Chancen geben für deutsche Unternehmen. Das haben wir schon gesehen in Marokko beispielsweise im Energiesektor, auch in Algerien, wo deutsche Unternehmen stark engagiert sind. Und es werden wird sicherlich Potenzial geben, für deutsche Unternehmen hier aktiv zu werden. Ja. Und glauben Sie, dass die Afrikaner im Umkehrschluss auch Chancen haben, in Europa stärker Fuß zu fassen? Mit welchen Waren und Gütern könnte das denn geschehen? Also im Moment ist es noch so, dass Afrika für uns sehr stark ein Rohstofflieferant ist. Also es wird sehr wenig vor Ort verarbeitet. Der Industrialisierungsgrad ist sehr gering, wenn man jetzt von wenigen Ländern absieht. Südafrika habe ich angesprochen, meinetwegen auch die Nordafrikaner. Aber insgesamt ist es doch bisher noch sehr stark ein Rohstofflieferant. Auch da soll die Transformation von Rohstoffen in Afrika angeregt werden. Aber das ist etwas, das sicherlich Zeit braucht. Also das werden wir nicht kurzfristig sehen, dass wir verstärkt afrikanische verarbeitete Güter importieren werden. Das benötigt mehr Zeit, ja. Das benötigt vor allen Dingen mehr Zeit in der Ausrüstung auch dort, oder? Eigentlich fast überall. Im Ausbau der Infrastruktur, in der Ausbildung der Fachkräfte, der Arbeitskräfte, in der Ausrüstung, die Technologie. Ja. Und da soll es ja auch Technologietransfers geben. Wir haben es gesehen, Entschuldigung, was ich angesprochen habe, die Impftechnologie, mit der 6 afrikanische Länder ausgestattet werden sollen. Also das ist etwas, das man durchaus auf dem Schirm hat. Man hat es auf dem Schirm, dass man dort helfen muss, aber es geht natürlich vor allen Dingen erst auch mal darum, möglichst viele Menschen auch satt zu bekommen und möglichst viele Menschen ausgebildet zu bekommen. Das sind ja erst einmal Maßnahmen, die da ergriffen werden, die man auf Augenhöhe stellen muss und muss eben mit den Ländern, mit den einzelnen Staaten zusammenarbeiten. Wie sehen Sie da den Stand der Initiativen? Ganz genau. Also es gibt viel... Was jetzt den Hunger, den Sie angesprochen haben, angeht, da gibt es schon im Bereich der Nothilfe einiges an Initiativen, das man leistet, das die europäischen Entwicklungsorganisationen leisten, auch die Europäische Union. Da muss Afrika natürlich auch ein bisschen in die Lage versetzt werden, selbst, also sicherlich nicht kurzfristig, aber mittel- bis langfristig, da robuster zu werden gegen solche Katastrophen, die unvorhergesehen auftreten, Naturkatastrophen, Dürreperioden, Flutkatastrophen, Südsudan zum Beispiel, ja, Hunderttausende vertrieben von ihren Wohnungen. Also das ist ein wichtiges Thema auch, ja. Das heißt aber auch, dass das sehr dicke Bretter sind. Wann glauben Sie denn, wird diese Kooperation erste Erfolge zeitigen und dann im zweiten Schritt erste Früchte tragen? Also in der Abschlussdeklaration hat man das Jahr 2030 so als Ziel ins Auge gefasst. Bis dahin sollten die meisten
Projekte ja, Früchte tragen. Wie gesagt, man muss sich auf Rückschläge einstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese Projekte jetzt auch schleifen lassen wird. Denn wie gesagt, man hat die chinesische Konkurrenz im Rücken und da ist die Europäische Union sozusagen unter Zugzwang, jetzt nicht nur vollmundig Ankündigungen zu machen, sondern auch letzten Endes zu liefern. Und dann eben eine Kooperation auf Augenhöhe zu finden. Ganz Patrick genau. Heinacher, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Gerne. Uns diesen Einblick in die afrikanische Welt gegeben haben und in die Chancen, die sich daraus auch ergeben. Ganz herzlichen Dank, Patrick Gerne. Heinacher, Afrika-Experte der Heller Bar. Gerne. Ja, und nun ist es natürlich angesagt, dass man seitens der Unternehmen erste Schritte hinbekommt, um eben eine solche Kooperation, die langfristig trägt, mit einzelnen Ländern hinzubekommen. Das wird, haben wir eben gehört, ein ziemlich langer und steiniger Weg werden. Ein langer, steiniger Weg ist es auch, die Preise in den Griff zu bekommen. Heute Morgen hat es neue Preisdaten gegeben. Die Produktionspreise sind um fast ein Viertel angezogen. Das ist natürlich etwas, was den meisten Beobachterinnen und Beobachtern nicht eben Freude bereitet. Denn wenn die Produktionskosten steigen, dann wird das natürlich über kurz oder lang auch dazu führen, dass die Preise für die Waren und Güter steigen, die eben daraus gebaut und gefertigt werden. Hier auf dem Parkett zu Gast ist jetzt Dr. Jörg Krämer. Er ist Chefvolkswirt der Commerzbank und hat natürlich schon von Berufswegen Preisentwicklungen wie diese fest im Griff. Was sagen Sie dazu? Also 25% das Plus bei den Erzeugerpreisen im Januar. Also mal wieder höher als die Volkswirte, die vor einer Woche befragt worden sind. Das ist ja fast schon normal. Aber auch historisch betrachtet kann ich mich an solches Plus nicht erinnern. Und wo kommt dieser Preisauftrieb her? Ja gut, das eine natürlich Energie, das ist klar. Aber es ist eben nicht nur Energie. Wenn Sie sich anschauen, die Preise für Konsumgüter ohne Energie, da sehen Sie auch einen ganz, ganz starken Anstieg. Und wir sehen noch nicht, dass sich irgendwie ein Hochpunkt da herausgebildet hätte. Und wenn heute die Produzentenpreise steigen für Konsumgüter, dann heißt das, dass in den kommenden Monaten die Konsumentenpreise auf der Verbraucherpreisebene, also das, was die Bürger dazu zahlen haben, dass da noch ein gewaltiger Druck auf der Inflationsrate besteht. Das heißt, wir haben noch nicht den Höhepunkt vermutlich bei der Inflation gesehen. Das heißt also, man muss mit Anstiegen noch über die nächsten Monate rechnen? Ja, also in den kommenden Monaten wird die Inflation sehr, sehr hoch bleiben, so um die 5% in Deutschland. Und der von vielen erwartete Rückgang der Inflation, der wird später im Verlauf des Jahres quälend langsam kommen, weil es ist noch so viel Preisdruck in der Pipeline, wie wir heute gesehen haben. Und die Beziehung zwischen den Produzentenpreisen und den Verbraucherpreisen, da ist ungefähr ein Vorlauf von 5-6 Monaten. Ja, und wir haben eben noch keine Wende wir haben noch keine Wende bei den Produzentenpreisen. Und damit ist in den kommenden 4, 5, 6 Monaten bleibt der Druck bei den Verbraucherpreisen groß, weil noch so viel in der Pipeline steckt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass wenn die Preise für Waren und Güter steigen, dass das eventuell dazu führen könnte, dass die Abnehmerinnen und Abnehmer etwas zurückhaltender agieren könnten beim Kauf, oder? Ja, das glaube ich nicht unbedingt, denn Sie müssen ja sehen, die Menschen haben ja viel Geld in der Tasche. Denn die Nachfrage ist ja quasi zurückgestaut, denn während der Corona-Zeit konnten die Menschen nicht richtig in Urlaub fahren, haben dann schon relativ viel ausgegeben, umgeschichtet Richtung Waren. Aber trotzdem, Corona hat dazu geführt, ja, zu einer Zwangsersparnis. Und diese Corona-bedingte Überersparnis, die beträgt mittlerweile mehr als 10% des verfügbaren Einkommens. Und die Haushalte, die über viel Geld verfügen, die lassen das sozusagen in der Ersparnis drin. Aber die weniger haben, die haben schon eine Tendenz dazu, dieses Geld dann auch auszugeben. Und wenn nur ein Teil dieser sehr hohen Corona-Ersparnisse in den kommenden Monaten, wenn Corona zurückgeht und jetzt die ganzen Lockerungen kommen, wenn nur ein Teil davon ausgegeben wird, dann bedeutet das, dass die Nachfrage stark bleibt. Das bedeutet auch, dass die Inflationsrate, wenn sie hoch ausfällt, nicht zwingend in einen wirtschaftlichen Rückschlag münden muss, also sprich in eine Rezession. Nein, eben aus den genannten Gründen, weil wir haben sehr viel zurückgestaute Nachfrage, sehr viel Corona-Ersparnisse. Im Übrigen haben wir auch noch sehr, sehr niedrige Zinsen. Das heißt, die Investitionen der Unternehmen werden ja auch noch gefördert.
Und die Unternehmen werden ohnehin sehr viel weiter investieren, weil sie sehen ja, dass sie momentan nicht genug Kapazitäten haben, um die hohe Nachfrage zu bedienen. Also noch geht diese sehr starke Inflation einher auch mit einer relativ starken Wirtschaft. Worauf blicken Sie noch in dieser gerade noch jungen Woche? Was ist wichtig für Sie als Beobachter der Märkte und als Beobachter des Wirtschaftstreibens? Ja gut, wir haben natürlich mit dem Einkaufsmanager haben wir einen wichtigen Stimmungsindikator diese Woche. Sehr wichtig, einen Tag später wird auch das IFO-Geschäftsklima. Das IFO-Geschäftsklima hatte sich auch im letzten Monat schon erholt. Die Unternehmen gucken zunehmend oder schauen hindurch durch diese Corona-Krise, weil es werden ja da die Erwartungen abgefragt für die kommenden 6 Monate. Jetzt haben wir Februar, nicht wahr? Also die schauen schon bis August und da sagen doch die meisten, bis dahin ist Corona weitgehend durch. Und wir erwarten deshalb, dass das IFO-Geschäftsklima sich weiter erholen sollte im Februar. Das heißt also, wenn dieser Blick in die Kristallkugel stimmt, dann bedeutet das, dass zumindest mal eine Baustelle, nämlich die Corona-Krise, zumindest mal ruhen könnte. Ja, also das sehen wir jetzt ja schon. Wir sehen ja seit Monaten schon, seit Mitte Dezember, dass die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen, die ist massiv gefallen, ungefähr nur noch halb so hoch wie im Höhepunkt, Hochpunkt Mitte Dezember. Und überall in westlichen, westeuropäischen Ländern sehen wir ja auch, dass die Corona-Maßnahmen zurückgenommen werden, teilweise völlig aufgehoben. Und das geschieht jetzt auch hier in Deutschland. Und das wird natürlich ganz schön Schub geben für den Einzelhandel auch. Es wird einfacher einzukaufen. Auch die Dienstleister können zunehmend öffnen. Und also da ist mehr als nur Licht am Ende des Tunnels. Nicht so viel Licht am Ende des Tunnels sieht man mit Blick auf die Ukraine-Krise. Wie groß ist denn die Rolle dieser Krise aktuell? Alles hofft ja momentan auf eine diplomatische Lösung des Konflikts. Ja gut, das ist ja ein Nervenkrieg, das geht hin und her. Erst haben die Russen gesagt, sie würden abziehen. Dann hat die NATO noch bis gestern gemeldet, das Gegenteil passiert. Die Russen können jederzeit zuschlagen. Jetzt die Neuigkeit, dass es ein Gipfeltreffen geben soll zwischen dem amerikanischen Präsidenten und zwischen Putin. Ja, aber es ist... Alle warten ab, weil es hat schon viele solcher Signale gegeben. Und nach wie vor ist die Bereitschaft da oder die Fähigkeit der russischen Armee da, quasi sofort zuzuschlagen. Also das wird die Märkte weiter in Atem halten. Und welche Folge hätte das, wenn dieser Konflikt wirklich heiß werden würde? Ja, was ja gut möglich ist, nicht wahr? Dann muss der Westen natürlich Sanktionen verhängen. Aber Russland hat sich ja in den letzten Jahren wirtschaftlich sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Es hat Devisenreserven, die sehr hoch sind, wo Russland sehr lange aushalten könnte, wenn es die Gaslieferung an den Westen unterbräche und dann keine Deviseneinnahmen hätte aus dem Westen. Sie werden sehen, dass uns das Gas eher ausgeht als den Russen die Devisen. Und sie haben auch Leistungsbilanzüberschüsse, sodass sie auch gar nicht angewiesen sind, sich im Westen zu verschulden. Also Russland hat seine Wirtschaft, wenn man so sagt, also wetterfest gemacht, kriegsfest in gewisser Art und Weise. Und von daher rechne ich schon damit, wenn es zu einer Eskalation in der Ukraine kommt, wird der Westen Sanktionen verhängen, Russland gegen Sanktionen. Und also ist eine Illusion, dass das nur Russland wehtut. Das wird auch uns wehtun, wird der Preis dafür sein, dass man eine geschlossene Haltung im Westen hat. Und ein Preis dafür wird eventuell sein, dass die Energiepreise noch weiter steigen? Ja gut, das ist klar, wenn der erste Panzer rollen sollte auf ukrainisches Staatsgebiet, da werden Sie sehen, wie hier der DAX einbricht und Sie werden auch sehen, wie die Energiepreise hochgehen, weil ja jeder mit der Möglichkeit rechnet, dass dann Putin den Gashahn zudreht und wir haben uns in den letzten Jahren abhängig gemacht von russischem Gas und die Lagerbestände an Gas sind sehr niedrig, betragen nur ungefähr ein Drittel des üblichen. Und von daher würde Deutschland, insbesondere Westeuropa, also vielleicht 2 Monate durchhalten können mit diesen mageren Vorräten an Gas, wenn die Russen entscheiden würden, den Gashahn zuzudrehen. Was bedeutet das für die Finanzmärkte, diese aktuelle Situation? Wie sehen Ihre Prognosen aus? Was wird diese Woche passieren? Ja, also ich kann auch nicht prognostizieren, ob Putin einmarschiert oder nicht in die Ukraine, aber es ist halt eine ganz klare Möglichkeit. Wenn wir dieses Mal weglassen, denke ich, sieht es ansonsten nicht schlecht aus. Die Konjunktur erholt sich, immer mehr wird durch Corona durchgeschaut. Auch die DAX-Unternehmen
haben ja bisher gut berichtet, was das vierte Quartal anbelangt. Die Gewinne waren überraschend gut. Also wenn dieses Problem nicht wäre mit der Ukraine, dann würde ich sagen, das könnte eine gute Woche werden. Jörg Krämer, ganz herzlichen Dank für diese Information. Ja, und wir sind bereits am Ende dieser Sendung für heute anbelangt. Weitere Informationen rund um das Börsengeschehen, rund um die Zusammenhänge, was Politik, Wirtschaft und Finanzen zusammenhängt, das erfahren Sie bei den Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de, natürlich bei den Infowellen der ARD-Radiosender und hier bei uns, wenn Sie möchten, im laufenden Programm und morgen wieder an dieser Stelle. Machen Sie es gut.